Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Stream und Tape hier auf Gen X Reloaded und diese Folge wird ein bisschen anders. Ich hatte eigentlich was anderes geplant. Wie üblich wollte ich ein bisschen über She-Hulk sprechen, aber das wären eh nur 2, 3 Minuten gewesen und dann noch einen kleinen Rerun von den ersten 3 Folgen Die Ringe der Macht machen und dann die 4. Folge ein bisschen besprechen, weil ich habe mir die alle nochmal angeguckt, um zu gucken, ob die immer noch so wirken oder ob ich am Anfang vielleicht einfach nur geblendet war, weil ich mich so gefreut habe, wieder Mittelerde zu sein. Aber wie gesagt, das Video kommt später. Ich weiß nicht, ob ich es heute Abend noch schaffe aufzunehmen. Und dann würde das vielleicht übermorgen kommen statt einem Let's Play. Das muss ich dann mal gucken. Aber das Thema jetzt ist mir einfach wichtiger und ist mir halt heute wieder vor Augen geführt worden. Ja. Als ich ein Video gesehen habe, wo es um Ariel ging. Und ich möchte jetzt eine kleine Ansage gekoppelt mit einer Bitte äußern an eine gewisse Personengruppe, die sich seit einigen Jahren, Monaten immer weiter in meiner Bubble ausbreitet. Mit meiner Bubble meine ich die Nerd-Bubble, ja, Comics, Filme, Serien, alles. Das, was mir Spaß macht, was mir Freude macht im Leben. So. Und ich möchte eine Bitte an gewisse Leute äußern. Also werde die auch jetzt als erstes formulieren. Also hört bitte zu. An alle Rassisten, Homophoben und Leute, die einfach keinen Spaß am Leben habt, verpisst euch. Lasst uns in Ruhe unsere Filme gucken, unsere Serien gucken, unsere Comics genießen, unsere Spiele spielen. Und lasst eure verfickte menschenfeindliche als Pseudopolitik getarnte Meinung, bitte verbreitet die woanders. Geht nach Telegram, macht da was, ey, oder keine Ahnung. Aber lasst uns bitte in Ruhe. Ich kann's nicht mehr hören. Was soll das? Was soll dieses sich aufregen über eine schwarze Ariel? Über schwarze Elben, über was weiß ich. Ja? Und tarnt das bitte nicht, als wenn euch das interessieren würde, was das mit dem Werk macht. Das Werk interessiert euch nicht. Ich bin mir sicher, dass einige Leute von euch vorher noch nie irgendwas mit Herr der Ringe zu tun hatten, bis es die Serie gab. Ja? Und ich meine da gewisse Leute, die sich als Geeks und Gamer tarnen. Ja, Mister, you know who I mean. Es ist einfach nur noch traurig, es ist einfach nur noch peinlich, es wirft die ganze verfickte Menschheit um ein Jahrhundert zurück, was ihr in den letzten Zeit immer wieder abzieht. Ich dachte, wir leben in einer Zeit, wo Diversität wichtig ist und auch ihr das endlich eingesehen habt, dass es halt nicht anders geht, weil die Welt nun mal einfach divers ist und in den letzten Jahrzehnten immer enger zusammengerückt ist, durch das Internet auch immer weiter zusammengerückt ist. So, also lasst eure Meinungen, eure Einstellungen von vor über 100 Jahren bitte da, wo sie hingehört, in die Vergangenheit. Oder geht nach Telegram und macht's da oder was weiß ich. Aber geht uns nicht auf den Sack. Macht uns nicht alles kaputt, was uns Spaß macht. Ja? Ey, alleine dass ihr euch schon wieder aufregt über Ariel. Als wenn das irgendwie von Bedeutung wäre für uns. Oder für überhaupt. Ja, schaut nicht, was uns angeblich weggenommen, uns weißen, privilegierten Menschen, entschuldigen, dass ich jetzt so einen Linksprech benutze, aber es ist ja nun mal so, weil alleine, dass man sich hinsetzen kann, um sich über sowas aufzuregen, zeigt ja, wie privilegiert diese Menschen sind. Weil, weiß ich nicht, ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben, in meinem realen Leben, habe ich genug andere Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss, die wichtig sind, die wirklich wichtig sind. Ja, und ich nutze meinen ganzen Nerdtum, sage ich jetzt mal, um ein bisschen Entspannung zu finden, um mich abzulenken, um mich in andere Welten zu entführen zu lassen. Ja? Um halt diese Welt, in der ich leider leben muss, mal für ein paar Stunden, Minuten, Stunden, wie auch immer, zur Seite schieben zu können. Aber das kann ich nicht, wenn ich andauernd damit lesen muss: Ariel ist schwarz, die Elben sind schwarz, die machen alles kaputt. Meine Fresse, hört auf zu heulen, sucht euch ein Leben, ey. Echt, Mann, wo ist denn das wichtig? Was macht das für einen Unterschied? Ob eine Ariel jetzt schwarz, grün, gelb, orange oder sonst was ist, solange
es rüberkommt, was der Film vermitteln will oder was die Rolle vermitteln will, weil was will der Film schon großartig vermitteln? Das ist halt ein typischer Disney-Film. Ja. So, da erwarte ich jetzt keine großartigen Lebensweisheiten. Also für mich nicht. Kinder können da noch was draus ziehen. Das will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Aber ansonsten ist es halt einfach ein Unterhaltungsfilm. Und sich darüber aufzuregen, welche Hautfarbe eine Fantasiefigur hat. Ja. Und dann kommt auch noch so Schlaumeier, natürlich hier aus Deutschland. Ich habe ja immer in den letzten Videos gesagt, dass es in Deutschland noch nicht so schlimm ist mit dieser homophoben und rassistischen Art. Aber es wird halt immer mehr. Und wenn ich dann lese, dass die Woke-Bewegung jetzt auch noch unseren Hans-Christian Andersen kaputt macht und das von einem Deutschen lese, so viel ich weiß, ja, und da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, ja, das ist jetzt ironisch, denn ich weiß es, ist Hans-Christian Andersen kein Deutscher. Also ist das Argument ja eh schon mal weg. So. Und das ist aber auch gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass diese Leute, ja, die gerade mal, keine Ahnung, 20 sind, 25 vielleicht, im höchsten Fall, die sowas behaupten, oder lass sie 30 sein, ja, aber die haben wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben die kleine Meerjungfrau von Hans-Christian Andersen überhaupt noch nicht gelesen. Das ist genauso, wie sich jetzt die ganzen Winnetou-Leute aufregen, die sie wahrscheinlich noch nie im Leben ein Karl-May-Buch gelesen haben. Ja. So. Und da jetzt, wir wollen uns wegnehmen. Nein, es sollte nicht weggenommen werden, es soll einfach nur angepasst werden. Und da kann man stehen, wie man so will. Und das ist ja auch ein anderes Thema, ob man jetzt gewisse Wörter verbieten sollte oder nicht. Das steht schon wieder auf einem anderen Blatt. Das müssen andere Leute für sich entscheiden, weil mir das nicht wichtig genug ist, ob die Zigeunersoße nun Zigeunersoße heißt. Ja? Oder Paprikasoße ungarischer Art. Das ist mir fuck egal, weil ich persönlich habe keine Beziehung, keine Verbindung mit dem Wort Zigeuner. Außer, dass es schon in meiner Kindheit kein gern gehörtes Wort war. Ja, es ist wie das N-Wort. Ich bin Baujahr 78, das heißt, ich bin schon ein bisschen älter. Ich komme eigentlich aus der Generation von den Leuten, die sich jetzt dagegen wehren. Und auch und die ja auch immer behaupten, ja, damals war das noch völlig normal, dass die Leute so gesprochen haben. Aber nein, auch in meiner Kindheit, in den 80ern, frühe 90er, war das N-Wort zum Beispiel schon verpönt und wurde nicht gerne gehört. Ja, das ist kein neumodischer Scheiß, das ist so, seitdem die Menschen endlich mal ein bisschen angefangen haben nachzudenken. Oder zumindest so tun, als würden sie nachdenken. Aber ihr beweist immer wieder, dass dem nicht so ist. Ihr kommt immer wieder mit eurer Rassismus-Scheiße oder beziehungsweise, ich will euch ja gar nicht alle unterstellen, dass ihr Rassisten seid. Ja, das ist nämlich auch immer scheiße, weil wenn ich jetzt Wörter benutze wie Vogue oder was weiß ich, da möchte ich ja auch nicht gleich in eine gewisse Schublade gesteckt werden. Das ist ganz klar und ja, so. Aber das macht mich halt einfach sauer und dann verliert man auch ein bisschen die Kontenance. Jetzt mal ganz ehrlich. Es mag ja sein, dass es einige Leute, ich kann es ja auch verstehen, als Ariel rauskam, das habe ich im letzten Video schon gesagt, da war ich 12. So, da kam glaube ich 89 raus, da war ich 11. Entschuldigung. Und auch wenn ich jetzt mit dem Film nicht so große Verbindung habe, wie jetzt zum Beispiel mit König der Löwen, habe ich den Film damals gesehen, weil ich gerade die Disney-Filme der 80er, 90er vom Stil her und so schon sehr schön finde, auch heute noch. Aber ich verbinde jetzt, es ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme, dass ich da jetzt eine großartige Verbindung dass ich da eine besondere Verbindung zu habe. Aber für mich war halt Ariel auch immer rothaarig und weiß. Ja, weil die halt in dem Film so war. Und ja, ich habe das Buch gelesen, als ich Kind war, weil es ist halt ein Märchen. Und erstmal, dass Ariel nur auf dem Buch basiert. Es ist keine Verfilmung von dem Buch. Es basiert auf dem Buch. Aber auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass die Hautfarbe jetzt eine besonders tragende Rolle gespielt hat oder dass das sogar besonders erwähnt geworden wäre. Entschuldigung. Ich bin halt, das riecht mich halt auf, das macht mich wirklich wütend, diese ganze Diskussion. So, das ist wie bei Herr der Ringe. Und da habe ich das auch schon gesagt. Man muss auch immer gucken, in was für einen zeitlichen Kontext diese Bücher geschrieben wurden oder in welchen zeitlichen Kontext diese Bücher geschrieben worden sind. Ja?
Herr der Ringe, 50er, 60er, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie so 50er, 60er. Angefangen hatte er ja schon viel früher mit. Und Hans Christian Andersen ist noch weiter vorher. Das heißt, wenn du zu der Zeit ein Buch geschrieben hast und wolltest, dass das Buch erfolgreich wird, ja, solltest du am besten keine POCs einbauen, weil das zu der Zeit halt einfach nicht, ja, das war halt einfach nicht gerne gesehen. Ja. Oder beziehungsweise, so scheiße es ja klingt, aber es ist ja nun mal so, die Leute, die POCs, gerade die afrikanischstämmigen Leute, sage ich jetzt mal, die haben ja in der Gesellschaft überhaupt gar keine große Rolle gespielt. So dass auch keiner auf die Idee gekommen wäre, da jetzt großartig da ein Buch zu schreiben. Natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt ja auch damals schon Roots, ist ja auch, aber das ist halt nun mal auch von Afroamerikanern geschrieben. So, und der wollte damit nicht unbedingt Erfolg haben, denke ich mal, sondern einfach Aufklärung betreiben. Das war ja, glaube ich, Alex Haley, also der, der auch die Autobiografie mit Malcolm X geschrieben hat, von und mit Malcolm X geschrieben hat. Ja, das ist was anderes. Aber in England, sage ich jetzt mal, oder zu dem Zeit Dänemark, keine Ahnung, ja, da spielten halt POCs keine große Rolle und deswegen wurden die auch nicht in Bücher eingebaut. Oder nicht besonders erwähnt, weil, ja, in der Zeit hättet ihr euch wahrscheinlich wohler gefühlt, weil da liefen noch viel mehr solche Querköpfe rum, die halt einfach ein Problem mit Nicht-Weißen hatten. So, um das hart zu sagen. Und anders kann ich das nicht sagen, weil einen anderen Eindruck kann ich auch gar nicht bekommen, weil sonst wäre es euch doch völlig egal, welche Hautfarbe Ariel hat oder welche Hautfarbe die Elben haben. Ja, nur weil ihr euch das in eurer Welt so zusammengemalt habt, heißt das ja nicht, dass es wirklich so ist. Das Zwergenthema habe ich auch gesagt, ja, das kann ich verstehen, weil es halt nun mal einfach eher unwahrscheinlich ist, dass Menschen, egal welche Hautfarbe sie anfänglich haben, dass die, wie soll ich sagen, nach Jahrzehnten, Jahren, Jahrzehnten unter Erde wahrscheinlich nicht mehr so dunkel wären. So, aber das ist Fantasy, verdammte Axt. Da hat das überhaupt nichts mit zu tun. Das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Und nach 4 Folgen, um das mal einen kleinen Sprung schon zu meinem nächsten Video zu machen, nach 4 Folgen kann ich definitiv sagen, dass also die Zwergenfrau, die POC, mit einer der besten Charaktere in der Serie ist. So ein Scheiß. Ja. Und auch Arondir, der POC-Elb, macht seine Rolle gut. Und da sieht man halt wieder, dass es halt völlig egal ist. Und irgendwie riecht ihr euch ja auch nur auf, wenn es so rum ist. Ihr riecht euch auch nur, wenn ursprünglich weiße Figuren plötzlich nicht mehr weiß sind. Wenn es andersrum ist, was genauso passiert, ja, da wird sich nicht drüber aufgeregt. Und wenn ich noch Vergleiche höre, wie in dem Video, das ich heute Morgen gesehen habe, ja, was würdet ihr denn sagen, wenn plötzlich Hitler schwarz wäre in einem Film? Was ist denn das für ein Vergleich? Natürlich kannst du Hitler nicht als Schwarzen einstellen. Das ist übrigens klar. Und was ist das aber überhaupt für ein Argument? Du kannst doch Ariel nicht mit Adolf Hitler auf eine Stufe stellen. Was geht denn da ab? Und auch wenn dann gesagt wurde und der Vergleich anders versucht wurde aufzubauen, weil es ja auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die Anne Bailo oder wie die hieß, da geht es halt um die ehemalige englische Königin, die ehemalige Frau von Henry V., ich weiß es nicht, im 16. Jahrhundert, die ja logischerweise eher weiß war, aber in der Serie halt auch von einer Schwarzen gespielt wird. So, und da wird sich drüber aufgeregt. So. Und da könnte man natürlich jetzt auch sagen, ja, gut, wenn die Serie jetzt einen realistischen Anspruch haben will, dann ist das natürlich schwierig, eine Afro-Engländerin, weil sie ist gebürtige Engländerin, nennt man das dann überhaupt so? Ich will hier auch dann natürlich nichts Falsches sagen. Afro-Engländer, heißt das so? Naja,
Ja, da kann ich das natürlich dann unter den Voraussetzungen sollte man das vielleicht nicht machen, weil es halt einfach nicht passt und jeder weiß, dass sie nicht schwarz war. Das ist nun mal logisch. So, aber auf der anderen Seite wird wie was, wie Hamilton hochgelobt, wo die Gründungsväter auf einmal alle Afroamerikaner sind, was ja noch viel unrealistischer ist. Beziehungsweise auf dem gleichen. Natürlich würdet ihr dieses nicht loben, weil, oh Gott, Broadway-Musical, wo nur Afroamerikaner rumlaufen. Ja, nee, das ist ja wahrscheinlich euer schlimmster Albtraum. Leute, ey. Kann es halt einfach nicht mehr verstehen. Und es tut mir einfach nur weh, dass wir im Jahre 2022 immer noch solche Diskussionen führen müssen. Wartet doch erstmal ab. Ja, wenn der Film dann scheiße wird, dann könnt ihr danach euch immer noch in, ja, das liegt doch daran, was natürlich wahrscheinlich nicht stimmen wird, aber so könnt ihr wenigstens eure völlig bescheuerten Argumente noch irgendwie untermauern. Aber bis jetzt habt ihr nichts vorzubringen, keine tragenden Argumente, keine überzeugenden Argumente, warum Ariel nicht schwarz sein sollte. Oder warum es keine schwarzen Elben geben sollte. Da kommen überhaupt keine Argumente, außer halt so völlig blödsinnigen Argumente. Ja, Tolkien hat es nicht explizit geschrieben. Ja, wie ich in einem der letzten Videos schon mal sagte, er hat aber auch nicht explizit geschrieben, dass sie nicht schwarz sind. So. Das ist das, was ich meine. Man kann sich halt natürlich alles so drehen und wenden, wie man will. Aber im Prinzip sollte es völlig fucking scheißegal sein. Solange die Rolle gut gespielt wird, solange die Serie einigermaßen gut ist, ist es doch völlig, völlig, völlig egal. Und da muss man vor allen Dingen nicht wie bei Ariel jetzt und auch bei Die Ringe der Macht nicht schon vorher anzufangen, hier den Weltuntergang zu beschwören, bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat. Und als ihr es dann gesehen habt, wie bei Herr der Ringe, dann habt ihr natürlich wieder irgendeinen Scheiß euch aus den Finger gesogen. Oder euch kleine, dass es wirklich Kritiken gab, die habt ihr genommen und viel größer gemacht, als sie waren. Weil unter objektiven Gesichtspunkten, ja, wenn man die Serie jetzt rein als Serie, rein als Fantasy-Serie sieht und mal die ganzen Lore, also die Hintergrundgeschichte, die ganze Herr der Ringe mal zur Seite schiebt, ist es eine top produzierte, top gespielte Serie. Da gibt es gar nichts. Es gibt natürlich, aber das ist überall so, gibt auch in Meisterwerken wirst du Sachen finden, die nicht so gut sind. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. So, und das ist auch bei Ringe der Macht so. Einige CGI-Sachen sehen zum Beispiel zum Weglaufen aus. Ja. Und ja, bei gewissen Charakteren kann man streiten, deren Darstellung so besonders gut ist, aber das hat alles nichts, aber auch gar nichts mit der Herkunft eines Menschen zu tun oder dem Aussehen, sondern einfach mit dem Schauspiel oder in den meisten Fällen, weil das Drehbuch halt scheiße geschrieben ist. Ja. So. Weil, um das beste Beispiel mal zu nehmen, damals diese ganz große Gurke Halle Berry als Catwoman. Das lag ja nicht daran, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist. Weil das ist sie ja nun mal bewiesenermaßen nicht. Es lag einfach daran, dass sie ein scheiß Drehbuch hatte und weil der ganz komplette scheiß Film einfach vollkommen nutzlos war. Völlig schrecklich war. Ja. Also erstmal immer abwarten. Und dann könnt ihr immer noch rumheulen. Aber bis jetzt gibt es keinen Grund. Ihr müsst doch das auch mal anders sehen. Googelt einfach mal oder guckt bei YouTube, wie kleine afroamerikanische Kinder, gut, ich weiß nicht, ob es Amerikaner sind, aber die haben ja Englisch gesprochen, können natürlich auch Engländer oder sonst was sein, aber halt kleine POC-Kinder, wie die sich gefreut haben, als sie das gesehen haben, die neue Ariel, als sie gesagt haben, die sieht ja aus wie ich.
So. Und dann denkt nicht drüber nach, was euch weißen Menschen angeblich weggenommen wird, sondern denkt lieber drüber nach, was anderen Menschen, Minderheiten oder was heißt Minderheiten, Minderheiten ist falsch, aber wie eine Minderheit behandelnde Menschen sich darüber freuen, dass ihnen was gegeben wird. Wir als Weiße haben und nicht einfach nicht, meiner Ansicht nach, nicht das Recht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, die nehmen uns alles weg, wenn man mal bedenkt, dass die Menschheitsgeschichte daraus besteht, dass weiße Menschen anderen Leuten was weggenommen haben. Ja, natürlich können wir da nichts für. Unsere Generationen, schon seit mehreren Generationen nicht, können nichts dafür. Aber sowas sollte man halt immer irgendwo im Hinterkopf behalten. Ja, dann, wenn ihr damit nicht klarkommt, dann tut doch einfach gönnerhaft. Und dann sagt doch einfach, ja gut, sollen sie es dann nehmen. Dann haben sie wenigstens etwas, weil so viel traut ihr den Leuten doch eh nicht zu. Dann könnt ihr denen noch ein bisschen Spaß mal erlauben, um das mal so süffisant zu sagen. Ja, Leute, ich weiß, das war wirklich wieder komplett durcheinander, aber ihr merkt halt, ey, das macht mich halt einfach sauer. Hört, und jetzt nochmal an euch, bitte, bitte hört auf damit. Urteilt nicht nach Hautfarbe, fühlt euch nicht angegriffen, nur weil eine Figur jetzt plötzlich schwarz ist und nicht mehr weiß. Oder plötzlich eine Frau ist und kein Mann mehr. Mann, ich kann es halt einfach nicht verstehen. Und ich habe, weil ich es halt nicht nachvollziehen kann. Und ich bin ja eigentlich aus einer Generation, wo sowas einfach noch, alle, auch noch lockerer umgegangen ist. So, ja, weißt du, was ich, wo gewisse Wörter noch normal waren, aber andere nicht. So wie halt das N-Wort, das war auch zu meiner Zeit, habe ich aber gerade schon gesagt, das war zu meiner Zeit schon verpönt. Ja, das ist ja keine neue. Und, ich weiß es, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Und das macht mich traurig, das macht mich sauer, das ist. Ja, ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es, wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und vielleicht kann mir das jemand erklären, versuchen. Vielleicht übersehe ich ja auch irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Aber hört auf damit. Nur weil ihr etwas nicht gut findet oder dass das mit eurer ja, Lebenseinstellung, so bescheuert sie auch sein mag, nicht konform geht, ey, macht's doch nicht anderen Leuten kaputt. Oder versucht nicht immer überall das Böse zu sehen, was da irgendeine Agenda hinter steckt. Und sonst was, und auch gerade Kino, wenn ich dann höre, immer höre, ja, politisch ist so, Kino ist so politisch geworden. Quä, quä, quä. Leute, Kino war schon immer politisch. Schon immer. Seit es Kino gibt, war Kino schon politisch und haben Filmemacher schon immer versucht, ihre Agenten, heißt das so? Die Mehrzahl von Agenda, sind das Agenten, durchzubringen. Manchmal auch mit Erfolg. Und auch, das gibt immer mehr starke Frauen und blade, die nehmen uns Männer alles weg. Halt. Ja, Mann. Weil es sowas noch nie gab. Starke Frauen im Kino oder wie? Ich erinnere nur an Marlene Dietrich zum Beispiel. Und das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Das ist kein neues Phänomen, dass es starke Frauen gab. Und auch im Film, gerade im Film. Mann, ey. Und ihr müsst auch mal die positiven Sachen sehen. Das vergessen viele vielleicht, wenn man jetzt mal das Marvel-Universum sieht. Ey, wie viel cooler ist Nick Fury, seitdem Samuel L. Jackson den spielt? Ja, was vergessen mir auch viele, weil Nick Fury war auch vorher. Oh, aber jetzt gehen sie alle wieder auf Marvel los. Aber Nick Fury war eigentlich im Ursprung auch ein weißer Mann. Der sieht in den Comics inzwischen auch aus wie Samuel L. Jackson, weil der die Rolle einfach rockt. Ja. Und wie ihr selber wisst, weil ich habe das in dem Video auch gehört und ich habe auch das Buch gelesen, aber da wird es auch nochmal gesagt, dass
die verurteilten, einer der besten Filme aller Zeiten, beziehungsweise auf, keine Ahnung, IMDb, ist das auf IMDb, gilt der, glaube ich, immer noch als der beste Film auf Platz 1, die verurteilten, ja, mit Morgan Freeman und Tim Robbins. Und jeder sagt, die beste Rolle in dem Film, oder die meisten, die sagen, die beste Filmrolle war halt Red, Morgan Freeman. Ja? So. Aber im Originalbuch von Stephen King, in der Kurzgeschichte, oder ist die Figur Red heißt Red, weil er ein rothaariger Ire ist. Ja? Und da gab es auch eine Veränderung, die aber trotzdem sich im Endeffekt ja als besser herausgestellt, oder nicht als besser, aber als gut herausgestellt hat. Also lasst den Leuten doch erstmal eine Chance. Guckt euch das doch erstmal an. Und danach könnt ihr immer noch meckern. Und danach könnt ihr meinetwegen immer noch sagen, das lag nur daran, dass sie schwarz ist. Was natürlich Blödsinn ist, weil es nie daran liegt. Es liegt nie an der Hautfarbe eines Menschen, wenn ein Film scheiße ist. Das liegt entweder an dem Schauspieler oder an dem Drehbuch, an dem Regisseur oder was weiß ich. Aber das liegt nicht an der Hautfarbe der Schauspieler. Außer für euch im kleinen Kopf, in eurem kleinen Kopf, weil ihr einen Film automatisch schlechter bewertet, wenn da halt ein nicht weißer Hauptcharakter vorkommt. Ja? Anders kann ich mir das nicht erklären, warum sich darüber anders andauernd aufgeregt wird. Wie gesagt, ihr tarnt es mit der Lore oder mit Vorlagen oder was weiß ich, aber das ist halt alles. Ja, weil ich habe auch schon Kritiken zu die Ringe der Macht gesehen von wirklichen Tolkien-Fans, richtigen Fans. Und da bekommst du ganz selten die Kritik zu hören, ja, schwarze Elben, schwarze Zwerge gehen gar nicht. Wie gesagt, bei den Zwergen öfters, weil man das halt einfach logisch erklären kann, dass es halt schwierig ist, schwarze Zwerge zu haben oder schwarze Menschen unter der Erde, wenn die ihr Leben lang unter der Erde leben. Ja. Das kann ich, aber auch dann, was hat denn da die Logik mit zu tun? Oder die Evolution oder was weiß ich, das ist eine Fantasy-Serie. Also bitte, lasst es doch, seht es doch auch als das, was es ist. Ein künstliches, ein fiktives Werk. Und im Fall von Elben, Zwergen und Meerjungfrauen sogar Wesen, die es in unserer Welt nicht gibt. Also reine Fantasiegebilde. Und das ist doch völlig scheißegal, welche Hautfarbe diese Wesen haben. Ja? Also urteilt, wenn ihr schon urteilen müsst, dann, weiß ich nicht, dann urteilt über das Werk, aber nicht über die Menschen, die da drin sind. Hört endlich auf damit. Und wenn ihr das tun müsst, dann tut es bitte nicht bei uns. Ich nehme mich damit alle mit ein, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass es keine rassistischen Nerds gibt. Oder keine rassistischen Comic-Geeks gibt. Weil das würde einfach nicht zu dem passen, was die tagtäglich konsumieren. Ja, weil Comics, das habe ich auch schon tausendmal gesagt und ich werde es immer wieder sagen, Comics bringen uns schon seit Anbeginn an bei, dass es völlig egal ist, wo du herkommst, wie du aussiehst, welche Hautfarbe du hast. Es ist wichtig, was du tust. Ja. Nicht am Batman-Zitat. Nicht wer du bist ist wichtig, sondern was du tust. Oder nicht wer du bist macht dich aus. Oder was du tust. So, es ist halt, ich bin halt ein bisschen durcheinander. Aber ihr wisst, was ich meine. Mann. Ja. Also bitte. Wenn ihr meint, ihr müsst eure Propaganda, eure menschenverachtende, rassistische Meinungen weiter verbreiten, dann tut das bitte, aber dann tut das unter euch, dann macht das bei auf Telegram oder so. Aber tarnt euch nicht als Nerds oder als sonst was, wenn ihr in Wahrheit doch einfach nur Arschlöcher seid. Ja, ganz einfach gesagt. So, das hat jetzt viel länger gedauert, als es sollte. Eigentlich sollte es eine kurze Anregung, aber das riecht mich halt so auf. Und es ist mir auch egal, wenn da noch meine YouTube-Karriere, die noch gar nicht angefangen, kaputt ist, dann ist das auch so. Aber wenigstens kann ich mir ruhigen Gewissen sagen, ich habe meine Meinung gesagt und ich stehe dazu ein. Und wenn ihr mich deswegen jetzt haten wollt oder sonst was, dann tut das, dann kann ich da nichts für. Aber
Ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Ich kann nicht, ich will nicht jeden Tag auf YouTube kommen, meinem und dann so einen Scheiß sehen. Ja, weil das hat da einfach nichts zu suchen. Das, Mann, Mann, Mann. Also, ja. Und alle anderen hoffe ich, dass ihr dem so einem Blödsinn genauso entgegentretet, wenn ihr könnt. Damit solche Leute merken, dass sie halt eben nicht in der Überzahl sind. Denn scheinbar, so wie die sich manchmal geben und so wie die manchmal reden, glauben die genau das. Aber glücklicherweise ist egal, wo ich bin, wo ich hingehe, hier in diesem Land, dass die meisten glücklicherweise noch dagegen sind, wenn wieder irgendwelche ultrarechten Bewegungen versuchen, sich irgendwie, ja, irgendwie sich eine Stimme zu verleihen oder so. Es gibt glücklicherweise noch viel, viel mehr Menschen, die dann aufstehen und dagegen angehen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und ich danke auch jedem, der so sehr dem sich immer entgegenstellt, weil wir dürfen das einfach nicht mehr zulassen, sowas. Nirgendwo auf der Welt. Das hat nichts mit unseren deutschen Geschichte zu tun, weil das kotzt mich nämlich auch oft an, dass dann die Deutschen gerade die Opferkarte immer rausholen, weil Rassismus ist kein deutsches Problem. Ja. Oder kein exklusiv deutsches Problem, sondern ein Weltproblem. Rassisten gibt es überall auf der Welt. Scheißegal, wo du hingehst. Ob du jetzt hier in Berlin nach Berlin gehst oder ob du nach Zimbabwe gehst. Also du wirst überall Rassisten finden. Überall Menschen, die sich aufgrund ihre Hautfarbe oder der Hautfarbe der anderen versuchen sich über die zu stellen und das darf man halt einfach nicht zulassen. Nicht in so einer Welt, in der wir leben. Wir sind so offene Welt geworden, wir sind so divers, wir sind so eng aneinander gerückt. Ich kann Google aufmachen, eine Webcam mir raussuchen, kann mir angucken, wie es in Seoul auf der Straße aussieht. Ja. Und in so einer Welt. Also meiner Ansicht nach hat Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit und all sowas, das passt für mich in keine Welt, aber oder auch in keine Zeit, aber in die heutige noch viel weniger. Und deswegen an die einen, die es persönlich betrifft, weil ihr dazugehört, lasst den Scheiß oder macht's woanders. Und an alle die, die noch des normalen Denkens oder des Denkens überhaupt fähig sind, ja, danke dafür. Macht weiter so, geht dagegen an und ja, nie wieder. Und dann halt nochmal jetzt den, ja, meine alte linke Identität noch mal ein bisschen mehr durchkommen zu lassen. Kein Fußbreit in Faschismus, kein Fußbreit in dem Rassismus. Ja, lasst den Scheiß einfach oder geht dagegen an, wann immer es euch begegnet. Denn nur so ändert man was. Gut, wie gesagt, das war alles wieder durcheinander. Teilweise war ich echt sauer, weil mich das echt aufregt. Ich hoffe trotzdem, dass ich klar machen konnte, was ich wollte. Wenn nicht, dann lasst mir bitte Kommentare da, aber bitte versucht, ja, im Rahmen des Zivilisierten zu bleiben. Ja. Beleidigungen bringen niemanden irgendwas weiter. Gut, ich habe auch beleidigt, aber ich habe niemanden explizit, sondern eine anonyme Masse beleidigt. Ja. Ich habe einen direkt angesprochen, der das eh nicht hören wird. Und wenn er das hören wird, ist es ihm völlig egal, weil der sitzt in einem anderen Land, der hat zig Millionen, naja, zig Millionen weiß ich nicht, aber der muss sich um sowas keine Sorgen machen. Der hat seine Abonnenten, die seine Meinung scheinbar teilen, was traurig genug ist. Aber so ist es nun mal. Und dann muss man halt gucken, dass die Gegenseite, also wir,
stärker sind und dagegen angehen. Und dafür will ich immer einstehen. Das habe ich immer gemacht, das werde ich immer machen, weil sowas hat in unserer Welt einfach keinen Platz. Gut. Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, nachher das andere Video noch aufzunehmen. Weiß aber nicht, ob ich das schaffe, da es jetzt ja auch schon 7 Uhr ist abends. Aber, ja. Ansonsten kommt halt das Stream on Tape dieses jetzt am Morgen, am Montag. Und dann muss ich gucken, ob ich morgen das ausgefallene Stream on Tape, also das, was ich eigentlich aufnehmen wollte, aufnehme. Oder ob ich dann erstmal normal weitermachen mit meinem normalen Wochenprogramm und dann mal schauen. Ja, gut, wie gesagt. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video ein bisschen was anfangen. Lasst mir gerne eure Meinung da und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher, bye bye, euer Tobi.